Hallihallo, da bin ich wieder mit einer neuen Runde Dead by Daylight. Und ich spiele Nancy. Oh, hallo. Oh, sie hat hallo gesagt. Ich mag sie. Ist ein Totem? Mach das mal ruhig weg. Ja. Ich habe nicht innere Kraft dabei. Nein, nein. Ich habe nämlich. Ich ruckelt das schon wieder so hier. Ich habe einen Sunny-Koffer dabei. Und irgendwie ruckelt mein Spiel heute extrem. Heute war Rang Reset. Und ich wollte mal die Chance nutzen, um ein bisschen was auszuprobieren. Der PTB ist gerade online. Und Micha hat sich richtig schön angestalkt hier bei mir. Nicht angestalkt, angeschlichen. Mensch. Das war ja fies. Der PTB ist online. Und ich kann nicht am PTB teilnehmen. Volle fiese Nummer hier. Fiese Möb alle. Aber es werden einige Sachen geändert. Dazu gibt es ja auch schon Videos en masse. Der Clown erfährt ein Rework. Und ein paar Maps werden überarbeitet. Ja. Und außerdem wird auch das Perk überarbeitet, fixiert. Das ist das Perk von Nancy hier oben. Und das finde ich eine krasse Änderung eigentlich von dem Perk. Das nimmt ja auch sonst kaum einer mit. Und zwar wird es so geändert, dass dann nicht mehr nur unverletzt man 20% schneller laufen kann, sondern auch wenn man verletzt ist. Das finde ich schon ziemlich hart. Michael müsste jetzt Terrorradius haben gerade. Deswegen bleibe ich mal hier am Gen. Im Moment sind alle noch gefährdet. Das sieht man da rechts an der Leiste. Also mal schauen. Jo. Ja, ich spiele Nancy heute, weil ich schon lange die liebe Ness nicht mehr gegrüßt habe und ich das jetzt mal nachholen wollte. Und ich glaube, Ness Lieblingscharakter ist Nancy. Ich habe im Hochsommer angefangen, Dead by Daylight zu spielen, weil Freunde von mir das gespielt haben und wir schon öfter online gemeinsam Spiele gespielt haben, aber jetzt gerade in dieser besonderen Situation war ich auf jeden Fall bereit, Spiele online zu spielen, die ich sonst nicht so spielen würde. Ah, okay. Ja, und dann habe ich mit André und Melanie gemeinsam angefangen, Dead by Daylight zu spielen und hatte dann richtig Lust, dass meine Freundin Ness auch mitspielt und habe ihr dann passend zu ihrem Geburtstag Dead by Daylight ganz uneigennützig geschenkt mit dem Stranger Things DLC, weil ich weiß, dass sie ein Stranger Things Fan ist. Ist ja auch eine starke Serie. Ja, und dann haben wir es zusammen gespielt. Das ist richtig schön gewesen. Oder auch immer noch schön, weil wir es auch immer noch hin und wieder spielen. Und es eine ganz tolle Dynamik sich hier entwickelt hat. Und das wollte ich einmal erzählt haben. Und erst grüßen natürlich, die in ihrer Mittagspause ganz fleißig immer die Videos guckt, die ich ja auch dafür mache, dass sie in ihrer Mittagspause was zu tun hat. Im Homeoffice. Nicht nur deswegen, aber auch deswegen. Schön weggetunnelt hat er die. Ja, ich habe außerdem noch dieses Steinchen mit von Adam. Wenn ich mich im Terrorradius des Killers befinde, lädt das Steinchen sich auf. Das ist total verlorenes Perk hier mit dem Michael. Wird sich niemals aufladen. Aber ja.
Ich habe meinen Kopfhörer sehr laut gestellt, deswegen müsste ich ihn eigentlich auch atmen hören. Aber mich nervt es gerade, dass ich hier an der Wand so festhänge. Deswegen habe ich nicht so eine Übersicht. So. Wow, da bin ich. Nee. Meter machen. Er hat sich nämlich an mir ein bisschen hochgestalkt. Geht weg, Kratzspuren, geht weg. Beschützt er jetzt den Motor da hinten? Da ist er. Ich gehe mal hier 2 Sekunden ran. Und dann gehe ich mal darüber. Oder auch nicht. Da kommt er. Hier könnte ich eigentlich rennen. Es macht gar keinen Sinn, hier anzuhalten. Michael. Ich würde gerne wieder an dem Gen arbeiten da hinten. Was meinst du? Da links ist jemand gerannt. Nein! Er macht's kaputt. Da oben ist jemand. Sollte mal ein paar Meter machen am besten. Und er hat mich verloren. Ah, er guckt wieder an dem Gen nach. Ja, doof gelaufen. Super. Hier steht auch noch eine Palette. Ja, Rang Reset, immer wieder spannend. Okay. Sie hat mich so ein bisschen aus Versehen blockiert. Sie hat die Palette geworfen. Na gut. Und er geht und tritt nochmal gegen den Generator. Oh, und wenn er hier lang geht, kann er mich hier erst stalken. Und ich gehe wieder in den Gen. Mein Steinchen hat sich aufgeladen. Wenn sie weglaufen würde, ne? Wird jetzt an den Haken nach vorne kommen. Oh oh. Oh oh. Ja, das war nicht so gut. Naja, aber ich häng zum ersten Mal.
Netter Versuch, aber geh lieber die andere retten. Wir hängen hier nämlich ziemlich bescheiden. Joa. Alles ganz entspannt. Ja, doof gelaufen, ne? Ja, das ist auch sehr doof gelaufen. Oh nein. Jetzt kriegt er uns alle. Hm. Kannst du dich vier von unter meinem Haken verziehen? Ich hasse das. Mann, ey, hängt man zum ersten Mal, ne? Vielen Dank auch. Naja, manchmal läuft es so. Ja. Ich könnte mich jetzt sterben lassen, dann könnte er sie hochheben. So eine doofe Kuh, wirklich. Das macht man nicht. Mann, ey. Naja. Trotzdem gut gespielt. Und wir sind alle tot. Hoch die Hände. Mittwoch. Mal schauen, wie viele Punkte ich gemacht habe. Ich versuche, nach dem Rang-Reset mal wieder ein bisschen nach oben zu kommen. Ich bin jetzt gerade Rang 9. Ich hatte mich vorher so schön hochgespielt. Es wäre also nett, wenn ich jetzt einen Pip kriegen würde. Ich habe ja schon ein paar Jagden gewonnen. Kein Pip. Warum denn nicht? Weil ich nicht selbstlos genug war. Ja. Am Gen habe ich sehr viel gearbeitet. Hm. Aber er hat mich doch wirklich zweimal verloren. Warum kriege ich denn so wenig Punkte? Das ärgert mich. 11.000 nur. Puh, das war aber wenig. Naja. GG. Und dann geht's einfach auf in die nächste Runde für den nächsten Pip. Dass ich mal wieder hier ein bisschen in andere Gruppen reinkomme. Also bis dann. Ciao.